I'm counting on you. Fortify! The Apatitonians are very resilient. It's over! Be careful! Yeah. I'm counting on you all! Kann ich bitte mal, da anvisieren? As you wish. Looks like we win. So, hier oben haben wir eine Pflanze, ein Salbei. Und wie gesagt, schön weg von den bunten Wolfblatt. Ready? Let's get him! It's over! Here we go! Let's get him! Hang on, everyone! Almost right in! Ready? Getting let's ready. Get him! Alright! Everyone okay? Snack-Zubereitung kennen wir auch schon. So, hier oben ist auch nichts. Da ist ein weiterer Speicherpunkt. Und ich glaube, das da drüben sind jetzt die Galahad-Ruinen. Ah, hübsche Aussicht hier. Sind das auch die, die wir vorhin schon auf der Karte gesehen haben? Ja. Guck mal, wir sind einmal komplett außenrum. Hätten wir nicht einfach den kurzen Weg gerade durchnehmen können? Alicia, danke für diese tolle Wegbeschreibung. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Okay, wir nutzen den Speicherpunkt. Diesen hier. Und dann machen wir hier irgendwie die Tür auf. Wie, einfach so drinne, ohne Video, ohne alles? Okay, das können wir wegbrennen. Und da oben sitzt irgendwas an der Decke. Ich hab dich zuerst erwischt. Guess we can't hit them by flailing our weapons. Hang on, everyone! Ready? Strike! Hang on, everyone! So this is the power of purification. My powers aren't much, but I try. Ja. Schön, Mädels. So, was haben wir hier für Monolith? Is that a monolith? Schwächen und Resistenzen. Schwächekombos in der Armatisierung unterscheiden sich von denen im Normalzustand. Unabhängig von der Anzahl an Kettentreffern wirkt der Schadenverstärker, bis die Schadensanzeige unter dem Gesamtschaden leer ist. Zudem steigt der Schaden jedes Mal, wenn ein anderes Arzt desselben Elements genutzt wird. Wenn du beim Artisieren die Schwächen bedenkst und verschiedene Arts nutzt, steigt dein Schadenspotenzial extrem hoch. Schön. Also, viel zuhauen macht viel Schaden. So, wir gehen erstmal hier nach rechts, weil der Stern links ist, möchte ich mir natürlich erstmal die anderen Wege angucken. Da hinten sehe ich spontan eine Kiste und hier ist noch ein Monolith. I can sense the ancient tongue. We're near one. Zielerfassung. Die Zielerfassung bietet viele Informationen, exakte KP des Feindes, Kategorie, Schwächen, Resistenzen, stark verringerte Schaden, Werteverbesserung, bla bla blub. So, hier kommen wir nicht durch. Sieht zumindest so aus. Und ein weiteres Apfelgummi ist fertig. So, das brennen wir hier wieder wunderbar weg. Ist natürlich auch super, so direkt davor zu stehen bei so einem Feuerchen. Und wir nehmen das Mango-Sorbet. Ah, das stelle ich mir auch gerade ziemlich lecker vor. Na, hau ich Let us not be full of ourselves and continue. Einstellung der Schwierigkeitsgrade. Du kannst den Schwierigkeitsgrad von Kämpfen jederzeit in den Optionen des Systemmenüs ändern. Ja, später. Für den Wolf hätte man das vielleicht mal machen können. Avec le Wolf hätte man das machen können.
So, was haben wir hier hinten in der Ecke? Eine Kiste. Und da haben wir einen Trank des Lebens. Oh. Hallo Blutegel. Ready everyone? Experience leads to confidence. Who's next? Erfahrung führt zu Selbstvertrauen. Oh, weise, weise Dame. So, können wir von der Seite irgendwas machen? Nein. Okay. Dann hier einmal in die Mitte. Oh, guck mal, ein riesiger Bogen ist da aufgebaut. A bow. It looks like it's just ceremonial. This bow is a divine artifact. A what? Oh, right. Hold on. So if this bow is a divine artifact, what does that mean? A divine artifact determines the form the Armatus will take. Essentially, it serves as a model for the Armatus. A model for the Armatus? Oh, yeah. Like Lila's sacred blade. The sacred blade of Lady Lake is also a divine artifact. Huh. And that's why your Armatus is a sword. Hey, does this mean that I can use your sacred blade to armatize with other Seraphim as well? Well, that depends on the circumstances. First, as I mentioned earlier, just as I am the Prime Lord of you, the Shepherd, they would have to become my sublord in turn. What exactly is a sublord? Put simply, it is the title for one who assists Sarray while working under the influence of my power. Consider the elemental property of the divine artifact. Each Seraph has their own unique element that falls under their control. Mine, for instance, is fire. So if the divine artifacts all have their own elements, does that mean a Seraph can't armatize with it if their element is different? Indeed it does. It would appear this bow's element is water. And Miklio is a water Seraph. Let's go! Huh? Sarray does not wish to make Miklio his sublord. Why not? It's no different than when I was made a squire. But you called on the Shepherd's power in order to achieve your dream. Isn't that right? Miklio is different. Ich war da noch ja nicht so weit. Ich fülle hier gerade mein Dampfgerät nach. Also, wir könnten Miklio zu unserem Subherrscher machen, unserem Nebenfürsten, und mit ihm verschmelzen und ihn als Dings annehmen. Und dann hätte er wahrscheinlich auch die Macht der Reinigung. Aber solange er das nicht selber möchte und uns nicht fragt, ob wir das machen, möchte Sarray das also auch nicht. Naja, ist ein bisschen Kindergarten, oder? Aber ich denke, die werden sich schon noch fangen, die Jungs. So, warum renne ich denn jetzt eigentlich wieder in die andere Richtung? Nee, wartet. Jetzt bin ich verwirrt. Von da sind wir... Kann man das hier auch mal ein bisschen rauszoomen? Von da sind wir gekommen. Genau, und da wollen wir hin. Also, die ist die richtige Richtung. Natürlich ist der Einsturz auch genau auf derselben Seite, ja. Schlange! Surely this is fate! Ready? No escape! Fire of fire! Ready? Fire of fire! Dreams are very resilient. Be careful! My will shall pierce thee, just like. Wie er es einfach mal rauskloppt, den Schaden. Victory shall be mine! Break through! Bam. Sarray, your right side was wide open. Really? I need more practice. Meine rechte Seite war weit offen. Das glaube ich nicht, gute Dame. Hier haben wir nochmal einen Monolithen. Schnelle Schritte. Wenn du mit X schnelle Schritte nach hinten machst, kannst du seitlichen Angriffen ausweichen. Auch wenn du angegriffen von oben mit einem Schritt zur Seite ausweichst, geht dies als rasches Ausweichen. Wenn ein feindliches Angreifen diagonal aussieht, kannst du ihm meistens mit einem Schritt nach hinten entgehen. Ja, dafür müsste man überhaupt erstmal diese Steuerung hier im Kampf verinnerlichen. Und ich weiß nicht, gehen wir jetzt erstmal nach links oder wieder nach rechts?
Oh, ich glaube, nach links zu gehen war gar nicht so verkehrt. Wir nehmen ein Rosmarin mit. Da können wir uns sicherlich was Leckeres zu essen mit kochen. Da hinten ist noch eine Schlange. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen doof, dass man diese Feuerfackel hier nicht länger machen kann. Dass man immer direkt vor dem Hindernis stehen muss. Aber auch das kriegen wir hin. Indeed, that's the end of it. In harten Zeiten, irgendwann wirst du Feinden begegnen, die auf den ersten Blick unbesiegbar erscheinen. Es kann sein, dass du ein Level höher aufsteigen musst, um gegen sie zu kämpfen. Aber es ist genauso sinnvoll, dein bisher gewonnenes Wissen zu prüfen. Vielleicht hältst du den Schlüssel zum Sieg über diese beeindruckenden Gegner bereits in deinen Händen. Okay. Danke für diesen Hinweis, Spiel. Trotzdem haben wir den Wolf nicht tot bekommen. Und hier ist einfach nur wieder ein Einsturz passiert. Und wir gucken hier hinten lang. Da geht es einfach nur nach unten anscheinend. Und da ist noch eine Fledermaus. Mäuschen, Mäuschen. Machst du denn mit deinem Blutegel da, Alisha? Splendid job, Saray. Let's keep it up. Let's keep it up. Let's keep it up. Und wieder ein Zusammensturz und eine Kiste. Die ist verschlossen. Und natürlich haben wir keinen Schlüssel dabei. Wir kommen hier nie wieder unten vorbei. Ach, Spiele. So, einmal weggefackelt. Fledermaus. Fledermaus. Saray, I'm counting on you. No escaping. It's over. May your soul burn a fire. Hang on, everyone. It's over. You were quite strong. But we're no pushover. Oh, und zwei Kisten hier. Einmal eine Bernsteinmontur. Und einen Erdring. Ring zur Minderung des Schadens von Erdangriffen. Ich glaube, das könnte wichtig sein. Ich habe die Vermutung, dass wir auf einen Gegner mit Erdschaden treffen werfen. So, das war hier aber alles nur Verzierung auf der Torte. Das war alles nicht der richtige Weg. Wir müssen tatsächlich erst in die andere Ecke uns begeben. Also, einmal wieder nach oben. Natürlich ein bisschen unschön gelöst hier, dass man hier so viel dann von links nach rechts laufen muss. Da gab es noch ein weiteres Apfelgummi. Die Alisha hat wieder gekocht für uns. So, und dann den ganzen Weg hier rüber. Lange! Nehmen wir mit. Bam. Focus, guys! Radiant Heat! Experience leads to confidence. Und einen Feuerring hatten die Tiere dabei, ist auch interessant. Eine Schlange und Fledermäuse, die Ringe dabei haben. So, jetzt sind wir hier am richtigen Ort. Ah, dann nehmen wir uns. Very well. Radiant Heat. Shut up, man. Ready? Hang on, everyone. How's this? Place the train. I must fight it. Ready? Stop. Go. It's over. Hang on, everyone. It's over. Let's get him. Not yet. Over 9000. Und noch mehr Bernsteinpapiere und ähnliche Sachen. Victory shall be mine. Be gone. Don't let them go. It's over. Let them go. No, it's all right. Radiant Heat! Fire Step! Be gone! Ready? Don't say it! It's over! Saray. You're right. So, da können wir was wegbrennen und hier sieht so aus, als wenn da eine Blockade ist, oder? Nee, da ist einfach nur die Tür zu. Kriegen wir die auf? Ja, die können wir ganz normal aufmachen. Und hier haben wir eine Kiste mit einem Apfelgummi.
Der Weg hat sich richtig gelohnt. Ich hätte jetzt gedacht, hier wartet irgendein fettes Monstervieh oder so. Aber ich glaube, da erwarte ich einfach von unserem ersten bzw. zweiten Dungeon ein bisschen zu viel. Ist halt kein Dark Souls, ne? So, da haben wir schon mal einen Speicherpunkt. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, bevor wir diesen Weg da lang gehen, sollten wir definitiv speichern. Hier nehmen wir nochmal eine Pflanze mit. Und zwar Safran. Wächst natürlich immer noch in Höhlen und Dungeons. Und kennt man ja von Safran, oder? So, wo kommen wir jetzt an? Careful! Yes. What? Where? Über euch. Above! I can see it. Don't. It's poisonous. Stop! Lila, get back! Okay. Phasmus Mioma! Ruf da! Vermilion Classic, burn away! Burn! Burning Charge! Burning Charge! Burn! Burn away! All four! Burning Echo! Burn! It's over! Ja, schön gemacht. Burn away! Burning Charge! Predatory Flame! Oh no! The Armatus' attacks aren't working on them! They're resistant to fire! My power's no use on them! Burning Echo! Yeah. There's still so many of them! Dang! Twin Wolf! Miklio! You couldn't have timed that better! Lila, let me become your sub-lord. Are you sure about this? Wait, hold on now! You're right. I am stubborn as a rock. Huh? I admit it. I'm hell-bent on becoming a sublord. But there's something important that you don't understand. I do understand. I just didn't want you to get involved. Get over yourself. Do you really think this is your dream alone? Saray, do as Miklio says! You can hear him too? This is our dream. Now, Lila! Very well. Oh, ye born of the sacred currents of peace! Miklio! Lila! Here let our path be forged, that my unquavering incandescence may be as thy purification. Shouldst thou accept this burden, recite aloud your etc. etc.? Now for the Armatus. Miklio, give Saray your true name! He already knows. You bet I do! Oh my! Here we go, Miklio! Let's end this! We can't afford to hold back! Let's Amortisieren! Gib uns den neuen Namen! Oh, shut, girl! This is our Armatus. I'll do the aiming, Saray. All right, I'm counting on you. Well done. Burst! Too close. Fangs around you. Another. Open the floodgates. Bubble arrow. Fangs around you. Breakdown. Der gefällt mir irgendwie nicht so. That was amazing, you two. Oh, were you able to remove it? Now that you mention it, it just came off. I wonder why. Does it really matter? Besides, this means that I can now use the Armatus at will, right? Lost those training wheels. Look at you. Shut up. Makes sense. So, that's why you couldn't take it off before. Miklio, I wanted to say... Don't thank me. After all, I merely did this for my own dream. I know that. I
feel oddly envious. Agreed. Alicia, don't tell me! Yes. Not only can I hear your voice, I can see you now. No way! You can see Seraphim now? I think it just goes to show how strong you've already gotten. Maybe we do have a fighting chance against this Lord of Calamity. Saray. Lila. Miklio. Please accept my sincerest gratitude for saving me. It was nothing, I assure you. But you're welcome. I thought we weren't supposed to be thanking you. Guess there's no need to worry. All right, the waterfall is just up ahead. Und da haben wir unseren zweiten Seraphin zum Armatisieren. Gruppenaufstellung. Während Hirten die Kraft der Reinigung für den Kampf vorbereiten, können auch Seraphin auf diese Kraft zugreifen. Wenn sie einen Menschen haben, der sie durchleiten kann. Wenn Soray der einzige Mensch in der Gruppe ist, kann ihm nur ein Seraph in den Kampf begleiten. Steht ihm jedoch ein menschlicher Provisor zur Seite, kann sich ein weiterer Seraph anschließen. Drücke im armatisierten Zustand LB, um die Armatisierung aufzulösen. Das ist wunderbar, aber... neue Arte. Kenntnisse zum Titel. Ausrüstungsfertigkeit. Wunderbar. Göttliches Artefakt Wasser erhalten. Hat Titel Freund des Nebenherrschers erhalten. So viele Sachen wieder auf einmal. Ich würde aber halt gerne wissen, wie ich die Strategie... wie ich die Leute ausrüste. Ich möchte nämlich gerne wieder Lila als Hauptfigur haben. Kampffigur wechseln. Genau. So kann man das machen. Verstehe. Zweiter Spieler. Und so kann man den Seraphen wechseln. Kann man das auch im Kampf machen? Das wäre nämlich eine richtig coole Aktion. Gut, wir gucken hier mal. Eine Stoßladung können wir jetzt als Fähigkeit machen. Wäre 1,5 Sekunden oder länger ab, um die SA zu erhöhen. Nehmen wir mit. Das automatische Göttlichkeit können wir noch nicht machen. Da fehlen uns noch ein paar Punkte, ist eigentlich okay. Die Mode, ich würde gerne wieder die Brille absetzen. Können wir die Miklio geben? Oder hier, ganz cool, können wir die Lila geben? Alicia. Hier, komm, Alicia mit Brille. Jo. Sehr, sehr cool. Das sieht nicht so schön aus. Der Leber Haarschnitt Ritterin, Ritter Stolz, da haben wir noch nichts Neues. Hier, die Frisur hatten wir schon mal. Bei ihm sah das auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Was hat sie für eine Zweitfrisur? Da sehe ich nicht einen großen Unterschied. Der Pony ist ein bisschen anders. Und das Band ist weg. Ich finde das tatsächlich sogar ein bisschen besser. Okay, lass mal so. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir auch Miklio als Seraphen dazu holen. Da hängt wieder was von der Decke. Hier ist ein Monolith. I don't think we've checked that monolith out yet. Beute. Der erste Feind, den du im Kampf besiegst, wird mit doppelter Wahrscheinlichkeit Objekte fallen lassen. Wenn du bestimmte Ausrüstungsgegenstände brauchst, kannst du den Befehl Angriffe bündeln einsetzen, um Feinde mit diesem Objekt anzugreifen. Aber ich weiß doch gar nicht, was die Gegner für Items hinterlassen. Wait, that's... Bernstein Diadem. Und danke, Miklio, für den Schatzdetektor. Den dann nehmen wir auch noch mit. Komm runter. Hallo? Lösen Sie sich. I am your opponent, Hellion. Lord of Water! Don't fire! Who should break on through? My will shall pierce thee, just like this spear. Wunderhübsch. Schatzdetektor. Ja, benutzt man doch schon. Ist doch schon längst im Repertoire drin. Saray, I'm ready. I will stay here. Go! Go! Get more! Ready? Strike! Not yet! Not yet! I think we're...
Haut sie alle weg. Sehr schön. So, hier hinten haben wir noch eine Kiste. Da rennen wir weg. Saray, look around you. Teufelsflügel. Teufelsflügel, damit du dich ungezogen fühlst. Lieber nicht zu lange tragen. Eine Dekoration. Ah, so viele Dekorationen hier. Die kriegt auch Alicia, würde ich sagen. Klasse, oder? Ja, richtig klasse. Richtig coole Socke wird das. Schöne Spielerei. Definitiv eine sehr, sehr schöne Spielerei, diese Dekoration. So, und hier haben wir den Wasserfall. Links und rechts davon ist nichts. Wir stürmen direkt drauf zu und prüfen. Hm, still looks plenty pure to me. Hey, Mithlio, do you think you can freeze this water? Huh? Yeah, don't see why not. Then freeze it and let us bring it back to the sanctuary. Ice is highly resistant to being corrupted by malevolence. Very well, I'll give it a try. Thank you very much. That should suffice. Now, before this melts, we'd better take care of our other problem. What? Lila, what was that? The Earth in Historia. It finally reacted to something. So that was something real from the past. Did you see that, Mithlio? He was writing the Celestial Record. Yeah, that must have been the author. There are more Earth in Historia where this came from. If we obtain them, surely we can obtain more information about the past. Oh man, this is too sweet! This is only the beginning. Don't get so worked up, or you'll just wear yourself out. Right. Whoa, hang on! He's burning up. This is a result of the pact we made with Mithlio. He'll get better after some rest at the inn. I'll carry him back. If we want to cool him down, I guess I better make some more ice. Und wir speichern hier natürlich ab, nachdem der gute Saray wieder umgefallen ist. I'm surprised it only took him one day to recover. It took three when he forged the pact with me. He's definitely got natural ability as a shepherd. Mithlio. Oh, thanks for helping with the letters, by the way. I caught up with everyone I needed to. It's okay. I rather enjoy writing letters. Are you awake? I must have fainted again. Sorry. You gave me quite a backache. You looked like you were floating. I told the innkeeper you were just doing some sort of magic trick. Well, I never was any good at lying anyways. Don't overexert yourself. You still need to rest. I'll be fine. We gotta find the Lord of the Land and someone to pray at the sanctuary before the ice melts. But... The shepherd has spoken. Is it not the duty of the Prime Lord, Sublord, and Squire to follow him? Oh, schöne Titel, ja. Hauptherrscher, Nebenherrscher und Provisor. So, wir sind wieder in Damensee. Schön, dass wir den Weg nicht zurücklaufen mussten. So, und jetzt müssen wir irgendwen finden, wo wir das Ding abgeben können. Und das ist hier natürlich direkt in der Nebenstraße. Rennen wir mal ganz schnell hin, bevor unser Eisklumpen in der Tasche schmilzt.